Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator. Dieses Mal befinden wir uns auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen und wir lesen erstmal unsere Aufgabe. Also laut Voraussage bleibt es mindestens bis morgen noch stürmisch. Aber die Show muss weitergehen. Also fahren Sie heute den Zug nach Tutzing. Seien Sie vorsichtig und haben Sie ein Auge auf die Passagiere. Das werde ich haben, ja. Lassen Sie nun die Fahrgäste zusteigen. Einige sind schon völlig durchnässt, weil sie ihre Regenschirme vergessen haben. Alles klar. Das mache ich natürlich. Ja. So, was fahren wir denn heute? Wir fahren heute eine. Ach Gott, das ist ja nicht. Eine BR426, ja. Zweiteilig. Und wir müssen hier noch auf freie Fahrt warten. Und zwar fahren wir von Garmisch nach Tutzing. Genau. Wir haben viele Halte, weil es ist, kann man so sagen, eine Regionalbahn. Ja. So, können wir ja schon mal ein bisschen Gas geben. Nicht? Okay. Hallo? Hallo? Okay. Ah, muss natürlich erstmal sagen, vorwärts, ja. Okay. Haben wir ein bisschen Verspätung? Scheiße, Mann. Nummer 50. Noch das Licht einschalten. Ah, hier haben wir Schienenüberhöhung drin, das ist natürlich nice. Ja, können wir noch ein bisschen mehr Gas geben. So, wir haben 23:09 Uhr. Und fahren mal gemütlich an dem schneebedeckten. Stimmt, das ist ja eigentlich Garmisch-Partenkirchen, da ist oft, liegt oft Schnee. Es ist. Muss eigentlich, glaube ich, ziemlich hart sein. Für die Flugfahrer. Ich bin da. Aber auch schön. Dieser Sound von dem Zug, den der macht in den Kurven. Finde ich nice. Finde ich nice. Also die Strecke gefällt mir schon mal besser als die von Hamburg-Lübeck. Das muss aber auch furchtbar sein für die Anwohner hier.
nachts um die Uhrzeit noch solche Geräusche zu hören. Ich kenne ja diesen Zug. Das heißt, ich kann mal sagen, dass der ziemlich gut bremst. Ja, wir können ja mal hier testen. Weil wir haben hier bloß einen zweiteiligen. Mach schalt mal auf 0. Da vorne kommt es ja schon. Ui. Oh oh. Ja, tut mir leid. Oh, die bremst da echt extrem. Jetzt komm. Komm zum Stehen. Wir haben eh schon Verspätung. Das ist ja furchtbar. Wir fahren mit Außenperspektive. Oder wir fahren so. Wir starten mal so. Ja. Oh. Ne. Echt jetzt? Die haben sogar das Blitzen von der Oberleitung reingetan. Holy shit, ist das geil. Tja, ist das geil, Mann. Komm, jetzt jawohl. Noch mal vor unseren Augen. Ah, schade. So, noch mal so angucken. Ist ja wie, als ob du daneben stehen würdest. Krass. Einfach krass. Da links, ist da links Autobahn? Garmisch-Partenkirchen Autobahn? Oh, da bin ich jetzt aber gefragt. Sechzig. Runterbremsen auf 60. Und doch ein bisschen schneller als gedacht, das Signal. Okay, wir schaffen es noch. Geschwindigkeitsüberschreitung am Arsch, Alter.
frage mich echt, damit das muss ich mal auf Google Maps nachschauen, ja. Ob das so wirklich so mitten durch die Stadt durchgeht oder durch die Ortschaft. Das ist schon krass, ja. Und die Blitze, das ist so unglaublich. War ja selber eigentlich mehr oder viel mehr der Bahn. Und das ist halt echt im Winter ein Spektakel, wenn da wenn da der Pen, wenn es da am Pantographen blitzt. Ja, komm zum Stehen. Pünktlichkeitsbonus haben wir nicht mehr, gell? Ne, wir sind eine. Ne, wir sind 45 Sekunden sind wir zu spät. Naja, das ist halt die Bahn. Das ist typisch Bahn. So, wollen die da vorne auch noch einsteigen, oder? Ah, wir gehen einfach mal. Wo hat sich jetzt der Forward Table? Holy shit. Und da vorne ist dann wieder 60. Oh, yeah. Ich finde es halt übel. Ich feiere das gerade, dass es da diese Blitze gibt. Ja? Vielleicht merkt man es ja auch. Das ist halt wie in der Realität. Ja? Ich habe jetzt hier. Ah, ne, ich wollte gerade sagen, war jetzt zweigleisig. Jetzt die ganze Zeit 60? Ah ne, Hunde. Nehmen wir mal ein bisschen Gas. Wir sind die Traktion. Oh, über 25. Gut. Dann können wir mal noch ein bisschen hier hin. Mit dem ganzen Zug im Blick. S6 nach Tutzing. Läuft sogar wirklich unter Straßenbahn, das ist sehr krass. Dann muss ich nochmal gucken, ob das wirklich, wir sagen, detailgetreu, ja, muss ich mal auf Google Maps verfolgen. Aber sieht schon mal ziemlich danach aus, ja. Also rechts der Fluss, links die Straße. Ich glaube, auf der Straße sind wir sogar schon mal gefahren. Ja. Da ist aber nicht die 426 gefahren, sondern irgendein Talent. Keine Ahnung welcher. Ah, mein Gott. So. Hallo. Oh. Was? Hör auf. Und ist 60. Okay. Aber kein Vorsignal oder weiter das? Was soll das darstellen? Baustelle, oder? Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen früh gebremst. Alter, das ist ja furchtbar. Wenn man nämlich den Bremshebel durchdrückt, dann gibt man wieder Gas, ja?
Das heißt, ich kann eigentlich auf beiden Seiten bremsen und Gas geben. Darauf komme ich jetzt nicht so wirklich drauf klar. Das ist ein Vorsignal, aber am Vorsignal ist 60. Aha. Gut. Okay, bei der engen Kurve sollte man vielleicht dann doch 60 machen. Hallo, ich bremse und der gibt immer noch Gas. Also wirklich, die Anwohner, die tun mir irgendwie leid, vor allem nachts. Und hier ist wieder 111. Erstmal müssen wir ihn hier erhalten, natürlich. Tipptopp. Hier auf, kommt zum Stehen. Perfekt. So, wir haben ein bisschen aufgeholt. Wir haben nur noch 20 Sekunden Verspätung. Das freut mich. Gas geben. So wollte ich es eigentlich. Die ganze Strecke eigentlich wirklich alles eingleisig. Oh krass. Oh, dafür hat man ja die Bahnhöfe. Drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9. Warten wir mal so. So, so langsam. Das ist halt echt so, man sieht fast gar nichts, ja. Und Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh. Alles cool. Immer noch. Geht bergab, okay. Oh nein, meine Minuspunkte. Muss man echt auf alles achten hier. Geht's wieder berghoch?
Mal ein bisschen bremsen. Warten schon Autos. Leute, es ist 23:30 Uhr. Was macht ihr so spät nachts? Lösen. Oh, jetzt müssen wir mal volle Kanne reinhauen. Was? Was? Kommst du? Nix. Entspanne. Hier? Da ist draußen Kehre, oder was? Nö. Nö. Weißt du was? Weißt du was? Kannst du was? Kannst du was? Nein, das ist nicht der. Ja. So. Wir sind hier nur in Ulstadt angekommen. Wir hatten. Wir waren sogar pünktlich noch. Alles klar. Junge, es ist 23:30 Uhr. Da wird nicht mehr gebaggert. Holy shit, man. Okay, es ist 80 wegen der Kurve. Ja. Oh, was ist da vorne? Autobahn, okay. Oder Schnellstraße oder sonst irgendwas. Wahnsinn. Da geht's jetzt gleich mächtig den Berg hoch. Oh, 80. Ab dem Bahnhof geht's mächtig nach oben.
Sieht man das schon? Halt, Bremse. Jetzt zweigleisig? Okay, nur kurz. Okay. Oder? Ne, hier wird es zweigleisig. Aber warum bremse ich denn? Monau, Monau sagt mir sogar was. Oh Leute, kommt uns eine entgegen. Ja, guten Tag. Das war schön in der Nacht, guten. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein kurzer Abschnitt ist, wo es zweigleisig ist. Einfach, dass sich halt auch die Züge irgendwie kreuzen können, weil sonst ist das ja übelst krass. Also immer noch 80, ja. Ich stehe jetzt 60 dran. Das ist in 500 Metern. Kommt noch mal eine entgegen. Okay. Vorhin kam uns nichts entgegen und jetzt plötzlich zwei. Halten wir doch wieder schön bei den Fahrgästen. Dass die auch schnell einsteigen können. So, sind wir noch pünktlich? Nee, sind wir leider nicht. 11 Sekunden Verspätung. 10. Warum auch immer. Wo wir jetzt das wieder verloren haben, keine Ahnung. Aber Murnau, 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 Murnau. Sagt mir irgendwas. Woher kenne ich Murnau? Ach, egal. Wir haben noch einen Pünktlichkeitsbonus bekommen. Okay. Wie ist eigentlich, wenn man auch vorne drin hockt? Also wie das blitzt. Ja. Warum haben wir uns denn jetzt gedreht? Oh, ja, es geht rüber, es geht rüber. Es wird wieder eingleisig. Dachte ich mir schon fast, ja. Ah, da drüben ist aber noch ein Gleis. Wo kommt das jetzt her? Ja, ist ja in Ordnung.
wir gehen mal ganz runter vom Gas, so. Aber wir fahren ja gerade eh bergab. Ja, das ist zu wenig. So. Immer noch. Nee, das halt, das ist ein Weg. Das ist nicht Feldweg oder so. Ich dachte, das wäre eine Schiene. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo kommt denn die jetzt her? Hier rechts sehen wir eine Baustelle. Das schaffe ich, also ich weiß nicht, welche Bauarbeiter nachts um halb 10, um halb 12 noch schaffen. Ja. Keine Ahnung. Oh, da ist sogar 140. Okay. Okay, 140 natürlich noch besser. Hier Bauarbeiter. Arbeiter um 23.35 Uhr, 36 nachts da unterwegs, also ich weiß auch nicht. Gehen wir mal in den Führerstand nochmal zurück. Ich muss, glaube ich, ein bisschen bremsen. Leider die Maus. Ich gehe jedes Mal zurück, wenn ich irgendwas mit dem. Ach, furchtbar. Oh, halte ich hier hinten jetzt? Sehr gut. Halt mal hier hinten. So. Bin halt lustig. Müssen die Leute ein bisschen laufen. Ah, okay. Seht ihr, jetzt ist der Einstieg auch viel länger, weil ich viel weiter hinten gehalten habe. Okay. Okay, weiß ich das auch. So, die Zeit braucht es noch, bis die da hinten hergelaufen sind. Ach du Scheiße. Hallo, 38 ist Abfahrt, beeil dich mal. Auf geht's. Lloyd, 38 ist Abfahrt. Gut, ihr habt jetzt Pech, alles klar. Oh ne, nicht 100%. Ja, Pech gehabt, wenn du so lange brauchst. Und da halt nächstes Mal weiter hinten stehen, ja? Aber der Zug auch normalerweise nicht hält. Das wäre geil. Das wäre geil, wenn die jetzt nächstes Mal da hinten stehen würden. Ich würde ganz nach vorne fahren. Aber man merkt, es ist dann doch besser, da anzuhalten, wo die Fahrgäste sind, ja? Denn wir haben gemerkt,
Längere Wartezeit braucht natürlich auch. Ah, nee, das will ich gerade. So, 140. Perfekt. Ich habe 140 ist auf VMAX von dem Zug. Wir sehen schon 133, es geht bergab, er hat zu tun. Mit 37. Mal ein bisschen weniger Gas. Jetzt rollt er fast schon von alleine. Und sogar ja eher bremst, weil davon ist er 100. Hallo, bremsen. Ich bin mal gespannt, warum davon die 100 ist. So, 100. Ah, okay, wahrscheinlich wegen der Kurve. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ich habe das Gefühl, wir fahren bergauf, oder? Wir fahren laut unserem Ding da unten, fahren wir bergab. Oh, das blinkt mit 60. Okay. Wir haben jetzt hier 240, aber wir haben davon hängt er wieder 60. Hallo, bremst du mal? Vielleicht mal ein bisschen schneller. Jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. 60, 60, 60. Ich habe da keine Fahrüberschreitung. Fahrgeschwindigkeit. Oh, bin immer noch zu schnell. Zu schnell, hallo? Oh, können wir dann nehmen mal ein bisschen schneller einfahren? So, wo stehen die Fahrgäste? Da stehen sie. Nämlich in der Mitte bis vorne. Halte ich jetzt einfach mal hier an. So. Anhalten. So, wir sehen, das Ding geht viel schneller durch. Ja. Ich wahrscheinlich wieder ganz hinten gewartet. Die Wartezeit wäre so unglaublich lang gewesen. Das ist cool, der hat eine automatische Zugbremse drin. Weshalb ich jetzt eigentlich schon wieder Gas geben kann. Ja.
dass der Zug gleich losfährt, wenn er die Türen schließt. Tschüss. Geil. Wir haben 60, was denn auch sonst? Wir sind halt immer die Vollidioten, die 60 fahren müssen. Mit 40. Sechshundert Ampere zieht er. Nächster Halt Weilheim, Oberbayern wahrscheinlich. Oder Oberbay. Oberbay? Ja, Oberbay. Ich denke nicht, dass es Oberbayern heißt, denn wir sind ja in Garmisch. Oder Bereich Garmisch-Partenkirchen, das ist Südbayern. Naja. Muss ich darauf achten, dass wir 140 nicht überschreiten jetzt in dem Gefälle. Das sieht gut aus. Okay. Können wir ein bisschen runter gehen. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich wieder Vollgas geben, weil jetzt sind wir im Flachen. Jawohl. Hier halten wir nicht, nein. Okay. Das ist gar kein Bahnhof, das ist bloß wieder Ausweichgleis. Die Strecke ja überhaupt elektrifiziert ist, ja, das ist ja schon mal gut. Ja. Wenn man hätte hier natürlich auch irgendwelche Dieselfahrzeuge einsetzen können. Und da baggern sie auch fleißig nachts um 23:47 Uhr. Krass. Krass, krass, krass. Oh, wir haben hier 100. Okay. Und wir haben wieder Zeit verloren. Ja. Finde ich gerade ein bisschen schade. Und ich weiß nicht wirklich, wo wir die verloren haben. Oh, es wird zweigleisig, okay. Gehen wir mal ein bisschen. Ah, ich sehe, da links steht schon. Der Gegenzug wahrscheinlich. Oh, meine Fahrgäste sind hier vorne.
Oh. Entschuldigung für die harte Bremsung. Tut mir leid. Wo sind wir denn hier in Weilheim? Warum hat denn das so viele Gleise? Das ist ein riesiger Bahnhof. Wir können ja schon wieder Gas geben. Das ist aber 60, das ist ein bisschen scheiße. Kommst du noch rein? Jawohl. Ein Expresszug fährt in Kürze ein. Bis zur Weiterfahrt müssten Sie kurz warten. Ja, jawohl. Okay. Expresszug fährt gleich ein. Okay, die Vermissung. Wir fahren nochmal zurück. Ja gut, wenn das die Leitung so sagt. Kann ich nochmal die Tür öffnen? Ah ja. Und die Türen schließen. Ein Expresszug fährt gleich ein. Na gut, warten wir hier noch ein bisschen. Wenn das die Fahrleitung so sagte, dann muss das ja wohl irgendwo stimmen. Also von hinten kommt nichts. Von vorne kommt auch nichts. Gucken wir mal auf die Map. Was ist das? Und die Map? Wo war denn die Map? Ich bin jetzt ganz dumm oder so. Hier. Wo bin ich denn? Ah, ich bin hier. Da kommt er, glaube ich. Oder? Nee, das ist ein Garmisch. Wo sind wir hier? Ich stehe gerade hier. Das bin ich. Und wo kommt hier ein Expresszug? Hä? Garmisch nach Tutzing, das bin ich.
München nach Tutzing. Na ja gut, dann war das wahrscheinlich irgendein Fehlalarm. Ja. Wir können weiterfahren. Das hatte ich aber auch noch nicht. Ach, vielleicht weil ich ja schon losgefahren bin. Vielleicht deshalb. Vielleicht wurde er irgendwie gespawnt, wenn ich nicht losgefahren wäre. Ach so, hier, die Firma schafft auch um 5 vor 12. Ist natürlich selbstverständlich, ja. Wir haben 24-Stunden-Dienst. Was denn auch sonst? Ja. Bin ich mal gespannt nachher im Abschlussbericht, ob das da drin steht, ja. Dass ich nicht auf den Zug gewartet habe. Oh. Okay, da habe ich jetzt gepennt. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob das nachher irgendwo steht, dass ich nicht auf den Expresszug gewartet habe. Ich komme dem mir gleich entgegen, ja, obwohl wir freie Fahrt haben. Wahrscheinlich wird es so sein. Ja. Nein. Ich habe extra geguckt. Ja. Der Zug oben, das war die Weiterfahrt. Also da stand dran München nach Tutzing. Oder nach Tutzing. Tutzing? Tutzing. Das heißt, der wäre gar nicht bis da nach unten gekommen. Und natürlich aus diesem anderen Gleis, wo ja da mittendrin enden. Ob da irgendwie ein Zug gespawnt wird oder so, das weiß ich ja nicht. Ja. Irgendwann haben wir gewartet und wir haben nachgeschaut und es kommt kein Zug. Ja. Wir haben sozusagen die Leitung gefragt und die haben uns mitgeteilt, dass eben kein Zug, kein Expresszug heute kommt. Wieso hat jetzt die Gegenspur Rangieren oder Rangierfahrt erlaubt? Hä? Also manche Signalsteuerung verstehe ich nicht so ganz, egal ob es jetzt die Map ist oder eine andere, aber irgendwie stimmt da irgendwas nicht. Ja. Zum Beispiel das Parallelgleis dann plötzlich grün hat, obwohl ich ja eigentlich dann fahren darf. Und wenn man sich ja an die vorherigen Folgen erinnert, ja, mal ein bisschen Gas. Wir haben eh schon Verspätung. Jetzt haben wir wieder Geschwindigkeitsüberschreitung.
Unser nächster Halt, Tutzing Hauptbahnhof. Nicht Hauptbahnhof, sondern Tutzing Bahnhof. Die Endstation. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie das nächste Szenario von Tutzing nach München. Ja. Und wenn nicht, mach ich das kurz im freien Spiel, weil das wäre bestimmt auch noch interessant. Ja. Fährt der Zug eigentlich weiter, wenn ich jetzt. Lass mal ein bisschen durchlaufen. Ja, er fährt weiter. Jetzt können wir ja dann kurz in Tutzing gucken. Wir könnten auch mal ein Intercity nehmen und mal komplett von München nach Garmisch fahren. Klar, ich denke kaum, dass hier irgendwann mal ein Intercity durchfahren wird. Aber im freien Spiel ist ja alles möglich. Deshalb könnten wir uns dann mal einen zum Zug nehmen. Wenn ihr das wünscht, natürlich, ihr könnt ja mal Vorschläge reinpacken. Oder auch Szenarien, die euch so gefallen. Denn ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen auf der Webseite von Train Simulator und im Steam Workshop ein bisschen durchgeblättert und so arg viel, muss ich sagen, finde ich da eigentlich nicht. Und auch irgendwie so oder spezielle Routen, die ja, die halt irgendwie schöne Landschaften haben oder auch lang sein können, habe ich nicht wirklich gefunden, muss ich sagen. Oh, da haben wir Tutzing voraussichtliche Ankunft. Ankunftszeit ist 2:51 Uhr. Und nochmal Gas gegeben vom Bahnhof. Einfach nur, weil wir es können. Hier den Bahnhof gar nicht. Der ist noch, oder? Ach, da vorne. Ah ja. Wir haben sogar grün. Ich glaube, wir hätten sogar grün. Ja. Weil hier hört das Szenario auf. Okay, meine ich. Können wir hier nochmal zuschauen? Oh, hier ist aber viel los. Ah, hier steigen alle aus. Okay, so viele Leute haben wir befördert. Das ist natürlich krass.
So, ich gebe mal wieder Gas. Ach, das hält es ja, der Timer hört ja gar nicht mehr auf. Das mit den Leuten, die steigen ein und steigen wieder aus. Hallo, Leute? Sie verschwinden so langsam. Ich habe gerade minus 1100 Punkte dafür bekommen, weil der scheiß Fahrdienstleiter gesagt hat, dass ich auf dem Expresszug war. Alter, fick dich, ja. Ganz ehrlich. Alter. Oha. Oha. So, das ist Logbucheintrag. Ja gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.